Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut und heute lernen wir wieder zwei neue Vokabeln auf Arabisch. Das ist schön und somit kommt ihr immer euer Ziel ganz näher, 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 näher. Das freut mich, liebe Freunde. Und deswegen heute lernen wir zwei neue Wörter, auch im Bereich der Familie. Und zwar heute lernen wir, was heißt Enkel und was heißt Enkelin auf Arabisch und wie wird es auch auf Arabisch geschrieben. Wir üben, liebe Freunde, alles. Also seid ihr bereit? Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr gut, sagt der Maro. Lasst uns anfangen, liebe Freunde. Enkel auf Arabisch heißt Hafid. Hafid, das ist Ha, wie Habibi. Man sagt auch Habibi und so weiter und so fort. Und dann nimmst du diesen Buchstabe von Habibi und sagst du, anstatt Habibi, sagst du Ha. Hafid, Hafid, Hafid. Welche Buchstaben braucht man dafür? Man braucht ein Hä, Fä, Jä, die Entchen und Däl. Hä, Fä, Jä und Däl. Es wird so geschrieben, liebe Freunde. Hä am Anfang, Hä. Fä in der Mitte, Fi, Jä, hier ist ein langer Vokal, zum Verstärkung von Fi, Hafi, Hafid, 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 Enkel, Hafid, der Enkel, ich glaube, jetzt seid ihr alle Meister bei der Artikel. Der Enkel, sehr, 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 sehr gut. El-Hafid, El-Hafid. 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 Der Enkel. Hafid, Enkel. Sehr, sehr, sehr gut. Enkelin, Hafida. Hafida, Hafida. Dieses da ist immer dieses auf Arabisch, diesen Tamarbuta, diese Weiblichkeitsform. Welche Buchstaben wir brauchen, brauchen wir dafür die gleichen Buchstaben wie hier. Also Ha plus Fa. Plus Ja, plus Del. Und genauso wie hier, hier ist Enkel, hier ist Enkelin. Dann brauchen wir hier unsere arabische IN. Diese arabische IN ist ein Tamarbuta. Und so wird es geschrieben. Ha, Hafi, Hafida. Hafida, Hafida. Tamarbuta wird immer ausgesprochen wie ein A, wenn hier nichts drauf ist. Wenn hier was drauf, zum Beispiel Hafidetu, Hafidetun und so weiter und so fort. Aber jetzt, wir üben erstmal mit Hafida und die Enkelin. Nee, nee, du. Du hast es richtig gesagt. El, Hafida. El-Hafida, 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 Hafida ist Enkelin, El-Hafida, die Enkelin, Hafid, der Enkel, El-Hafid, der Enkel, Enkel, der Enkel. Also, liebe Freunde, wir haben heute gelernt. Also, Hafid, Enkel, Hafida, Enkelin. Zusammen laut, 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 alle laut.
Interessiert euch nicht, die Nachbarn interessieren euch nicht. Laut. Hafid, Hafida, Hafid, Hafida, Hafid, Hafida. Und jetzt schreibst du die unten im Kommentar und morgen lernst du die neuen Vokabeln. Und somit irgendwann stehst du da und sagst du, ich kann Arabisch. أنا أتكلم العربية. Ich spreche Arabisch. So stolz. Und dann bin ich auch stolz. Wenn du dann stolz bist, dann bin ich auch mal stolz. Wenn du nicht stolz bist, ich bin auch nicht stolz. Weil wir haben unser Ziel nicht erreicht. Aber wir wollen unser Ziel erreichen und wir wollen Arabisch lernen. Deswegen sei dabei. Guck mal meine Videos und so. Yeah, yeah. Lernst du Arabisch. Kostenlos mit uns. Tschüss, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab's geschafft. Ich probier's nochmal. Oh, oh.